So, hallo und herzlich willkommen zurück bei der WWE 2K14 Story. Eventuell seid ihr jetzt ein bisschen verwundert, warum jetzt Story drankommt, weil normalerweise ist doch der Rhythmus zwischen Challenge und Story eindeutig. Ein Tag so, ein Tag so. Aber es gibt jetzt einen neuen Rhythmus, so wie auch schon vor kurzem angekündigt. Und ich habe diesen Rhythmus auf Facebook angekündigt, beziehungsweise habe eine Umfrage gemacht, ob das für die meisten Leute in Ordnung ist. Und insgesamt haben wie viele teilgenommen? Moment, 4 plus... 28 haben teilgenommen und 24 haben gesagt, ist in Ordnung. Ich werde ihn eben vorlesen und der aktuelle Sendeplan, wenn man das so nennen will, den aktuellen Sendeplan findet ihr immer im Kanalbanner bei mir auf dem YouTube-Channel oder auf der Facebook-Page. Einfach mal dort vorbeigucken, wenn ihr nicht wisst, wann was kommt, einfach dort gucken. Aber ich werde es nochmal sagen, wie es aktuell ist zum Aufnahmezeitpunkt. Montag gibt es die Story, so wie wir sie heute sehen. Dienstag gibt es ein neues Format. Rewrite History, wie das denn aussehen wird, werdet ihr dann morgen sehen. Mittwoch gibt es ja ein ganz normal Challenge. Donnerstag gibt es wieder Story. Freitag gibt es dann Recreate History, auch was Neues. Samstag wieder Challenge. Und Sonntag, weil ich von jedem nur zwei haben wollte, habt ihr im Prinzip nochmal Story, aber dort werden wir explizit nur in New Era spielen, sodass wir das auch irgendwie zu Ende bringen. Irgendwie so, ne? Ich hoffe, das ist so okay. Mal sehen, ob sich das bewahrheiten wird oder ob das gut ankommt. Wenn nicht, kann man das ja immer noch ändern. Falls ihr Vorschläge habt für irgendwelche Stories, schreibt mir diese auch in die Kommentare, oder wenn ihr selber welche macht, dann ist es noch besser, könnt ihr mir die gerne schicken. Mit anschließender Bewertung werde ich diese spielen, eventuell oder sehr eventuell, man weiß nicht so ganz. Auf jeden Fall, wir haben ja beim letzten Mal Game of Hose 1 gespielt. Und als ich das aufgenommen habe, gab es einen zweiten Teil noch nicht in den Community Creations, aber jetzt gibt es den. So, ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne den zweiten Teil sehen wollt demnächst, aber heute spielen wir erstmal eine andere Story. Also Hashtag ja für Game of Hosts 2 und Hashtag nein für Game of Hosts 2 nicht. Oder so. Auf jeden Fall habe ich mir heute wieder eine Story ausgesucht, die relativ weit oben gelistet war bei der Download-Anzahl. Soll ziemlich gut sein. Und zwar spielen wir heute Attitude vs. Universe. Ich habe mir das hier aufgemacht, von wem das ist. Die Download-Details stehen auch in der Videobeschreibung. Die Story kommt von Double O88. Hat insgesamt zum Aufnahmezeitpunkt 3410 Downloads. Nur schon seit November zu downloaden. Wie auch immer. Und es soll wohl ein epischer ziviler Krieg sein mit WWE und WWF. Also aktuelle Ära gegen die damalige Ära, Attitude-Style halt, mit guter Grammatik und guter Rechtschreibung steht hier und eine tiefe Storyline mit am Start. So, also falls ihr WWE 2K14 ebenfalls habt für die PlayStation 3, könnt ihr euch dort die Story aus den Community Creations runterladen. Immer mehr Leute fragen mich, wie man Stories runterlädt oder wie man Stories runterlädt und sein Spiel. Das ist ganz einfach. Geht in das Online-Menü von WWE 2K14. Solltet ihr einen Online-Pass haben, dann auf die Community-Inhalte und dann könnt ihr nach Szenarien suchen. Wir spielen jetzt einfach mal den Attitude vs. Universe 1 Teil. Davon gibt es insgesamt zwei Teile und wenn das gut ankommt, spielen wir auch noch den zweiten Teil, ne? So, abspielen machen wir mal so. Bin ich mal gespannt, was uns so erwartet. Das heißt jetzt in der Woche von jedem Format so zwei Ausgaben pro Woche oder so. Und Universe nicht. A New Era am Sonntag immer. Hallo, das ist Double O. Das ist O oder Zero? AO kann man ja auch für 0 sagen, egal. Hallo, das ist Double O88. Vielen Dank fürs Runterladen meiner Story Attitude vs. Universe 1. Sehr wichtig, es gibt hier einen komischen Glitch, das euch nicht erlaubt zu sehen, den Namen bei Superstars bei den Gewinnbedingungen. Ach, tatsächlich, habe ich noch nie gemerkt. Um das zu fixen, also um das zu beheben, ins Edit-Menü gehen. Kennt man ja, so habe ich das eigentlich immer gemacht. Presser will give you the option to save. Finish story, just save. And override. Achso, das geht auch. Naja. Ja, viel Spaß bei der Story, jetzt weiß ich. Ich mache das am Anfang sowieso immer nur mit abspielen und dann nach der ersten Aufnahmesession mache ich auch immer bloß im Edit-Menü. Aber im Vorschau-Style. The WrestleMania 29. John Cena hat sich seine Rache geholt und hat den Great One besiegt.
nach einem Jahr der Verzweiflung. The Undertaker hat sich mal wieder solidifiziert als Unsterblicher bei der WrestleMania-Bühne oder so. Triple H hat ein Tier besiegt, was als unstoppbar betrachtet wurde, um die Geliebten zu beschützen. Einige Monate später, die WWE hat ihren Status beibehalten mit John Cena, der immer noch der WWE-Champion ist. Die Ratings gehen runter, seitdem The Rock besiegt wurde bei WrestleMania 29. Das Comeback von The Rock bei WrestleMania 27 hat den Milestream, auch besser bekannt als WWE, elektrifiziert oder so. Aber diese Elektrizität war nicht gut genug, um die Energie der WWE aufrechtzuerhalten. Und die Aufregung, also die Spannung, die sie einst hatte, in vergessenen Ehren, at once again confirmed to the, ist wieder weg. Also die coole Spannung und Excitement ist weg. Eine Ära, wo Social Media und Political Correctness alles bestimmen. Aber ein Mann hat entschieden, dass genug genug ist, enough is enough, und es Zeit ist für eine Veränderung. Oh, da rieche ich aber jemanden, wer das sein könnte. Er hat entschieden, die Attitude zurück in die WWE zu bringen. Okay. Ich mache mal lieber Wörterbuch wieder auf. Wäre wahrscheinlich gut. Jetzt haben wir 7 Minuten hier mit der Story verbracht, ohne irgendwie Action zu sehen. Und ich darf wieder übersetzen, ich freue mich riesig. Na, mal gucken. Sehen wir jetzt wirklich Owen Hart? Bin gespannt. Oh, hoffentlich dauert es nicht so lange mit dem Laden die ganze Zeit. Oder ist es CM Punk? Kommt der Herausforderer CM Punk, der relativ festlich aussieht in seinem Halloween-Gear. Und das konnte ich das erste wieder nicht lesen, weil es so schnell weg war. Geil. Punk hat den Titel gejagt, seitdem er gegen Undertaker verloren hat bei WrestleMania. Und John Cena gibt nicht auf, wie auch immer. Cena ist Champion seit über 6 Monaten nun. Oh, was für ein Horror. CM Punk war WWE Champion für rekordhaltige 434 Tage. Wird Cena diesen Rekord brechen? Ich hoffe doch nicht. Das wäre ja doof. Okay. Sehen wir jetzt auch noch den Entrance vom guten Anführer der C-Nation. Jetzt kommt der Mann nun, John Cena. Er hat Big Show besiegt, Ryback, Mark Henry und Daniel Bryan und ebenso CM Punk. Mehrere Male, um den Titel beizubehalten. Ey! Okay, ja toll. Hälfte wieder nicht lesen können. Danke, WWE 2K14. So, Superstar, Siegbedingungen, Sieg. Ich werd ja sehen, mit wem ich spiele. Bestimmt spiele ich mit Punk, weil der ja die Attitude anscheinend zurückbringen will, oder? Habe ich das richtig verstanden? Man kriegt ja hier kaum was von der Story mit, wegen dem verkackten Hin- und Her-Skipper hier. Unbelievable. Spiel ich Punk im Halloween-Gear? Ja. Ich muss mit Cena spielen. Wie lame. Okay. Das ist ja ungewohnt. Ich hatte das Match doch letztens erst bei der Challenge, wo ich den Controller verkehrt rumgehalten habe, ne? Das war doch was. So. Schön auf den Kopf gehen. Sehen wir bei Hell in the Cell, wie es aussieht. Hell in the Cell ist der letzte Pay-Per-View vor Survivor Series. Liege ich da richtig? Bin mir da nicht so sicher. Warum gehst du nicht mal in die Seile? In die Seile sollst du gehen, na denn nicht. Denn nicht. Erstmal wieder reinkommen ins Spiel hier. Na?
Nicht mal das habe ich gekontert bekommen. Geht wieder super los. So, komm her hier. Fist Punch Up, nein. So. WWE 2K14, ey. Ich habe mich vor allen Dingen für die Veränderungen entschieden, weil ich ja einmal gefragt habe in der Challenge-Ausgabe, ob ihr diese History-Formate gerne sehen wollt. Und die meisten haben ja gesagt, beziehungsweise eigentlich haben alle sich nur positiv darüber geäußert, soweit ich mich da erinnern kann. Und außerdem gehen langsam die Ideen aus für die Challenge. Von daher ist eine Reduzierung auf 2 Ausgaben in der Woche eigentlich ganz okay. Trotzdem kommen die noch sehr gut an. Das 16 Uhr Projekt oder ja, die WWE 2K14 Videos, die um 16 Uhr kommen, kommen allgemein besser an als die 18 Uhr Videos. Ist aber natürlich klar durch die Aktualität des Spiels und der besseren Identifizierung der Zuschauer, würde ich einfach mal behaupten. So, langsam können wir mal Finisher kriegen, ne? Okay. Ne! Ohne mich, Punk. Er ist aus der WWE gehen und dann auch den WWE Championship Titel haben wollen, wa? Ach ne, das war ja damals noch nicht so, als die Story erstellt wurde. Okay, hehe. So, aber Halloween Gear finde ich cool. Der hatte doch wirklich so ein Halloween Gear, Mann, ne? Der war doch auf irgendeinem Haus schon mal als Skelett verkleidet, ne? Der gute Punk. Mach kein Mist, Punk. Und dann Finisher. Haben wir eigentlich nur Five Knuckle Shuffle oder auch den Diving, jawohl. Okay, mal sehen. Bleibt er lange genug liegen? Sieht ganz anders aus. Ah, fick dich. Nein, fängt er unseren Electrum an. Und dann kriegen wir die Powerbomb. Geil. Ich komme angelaufen. Luther Express. Hoffe, dass ich den Single Jam noch lange genug behalte. Oh, natürlich nicht. Dann halt den Attitude Adjustment. Der wird aber noch nicht reichen. So. Und nochmal. Reicht das? Sieht gut aus. Come on. Komm schon. Jawohl. Und jetzt ins Cover. Reicht das? Komm. Oh. Panko. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz wach, ey. Eigentlich sagen, dass ich irgendwie nur 3 Stunden geschlafen habe. Auf einen Sonntag! Naja, was wir noch machen. Hat man einen Tag zwischendurch frei. Gehen wir es hier am Sonntag auf, hier. An dem Extreme Rules laufen wird. Und 1. Mai war zwischendurch. An diesem 1. Mai habe ich meinen Schlafrhythmus so umgestellt. Seitdem. Ich brauche da gar nicht mehr drüber erzählen. Das ist doch jedes Wochenende so. So, gewonnen nach dem Leverage-Pin. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nach diesem coolen Stack-Up-Pin holen wir uns den Sieg und wir sind immer noch WWE-Champion. So, mal sehen, wie er uns jetzt die Attitude zurückbringen will. Oder will John Cena uns die Attitude zurückbringen. Interessant wäre es. John Cena sucks. John Cena sucks. So, Raw. Mal sehen, ob der Typ überhaupt mit Kors ist. Oder ob das alles auf Ingame-Charaktere zieht. Jetzt fängt Raw an. Achso, Hell in a Cell war, ja, ich erinnere mich. Welcome to Monday Night Raw. Mal sehen, was die Story uns so bieten wird. Was für einen Abend wir hatten gestern bei Man in the Cell Pay-Per-View King. Es war ganz sicher eine... Was für ein Abend? Helluva. Ein höllischer Abend. Ich kann gar nicht glauben, dass wir neue Tag Team Champions haben. Brodus Clay und Tensai haben wirklich die Real Americans dominiert, Cesaro und Jack Swagger. Ja, sie sind die neuen WWE Tag Team Champions geworden. Und was... und was war denn bitteschön mit dem Hell in the Cell los oder wie auch immer? Alberto Del Rio hat es wirklich mit Sheamus aufgenommen jetzt gestern Abend für den World Title. Aber unser Main Event war wirklich etwas, Ladies and Gentlemen. Ach, wir waren Main Event, cool. John Cena hat
sich, hat die WWE Championship verteidigt in einem brutalen Kampf mit CM Punk. CM Punk muss sehr wund sein, was stand da? John Cena lässt es nicht zu oder weigert sich den Titel aufzugeben. So, was dazwischen stand, kann ich wieder nicht lesen. Irgendwas mit CM Punk ist sehr wund. Okay. Ja, die Episode mache ich heute mal 20 Minuten, weil wir am Anfang so viel Gelaber gesehen haben, beziehungsweise da habe ich so viel gelabert. Helluva. Wenn man vom Teufel spricht, Helluva ist... Man hat ganz offensichtlich etwas zu sagen, oder ja, etwas zu sagen über das Match von gestern Abend. Helluva ist eine Alliteration. Alteration, also eine Abwandlung von Hell of a Air. Hell of a Hell, ja. Ja, eine weitere seiner Best in the World Reden, Rants, Angriffe, Rants, Herzitraden, Wutrede, ja. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Wutreden, was das WWE Universe Mode aushält. Oder so. Oder Geschwätz. Nice Strange, kann auch gehen. So, das wenigstens jetzt mit Loop, deswegen kann ich mir jetzt Zeit lassen. John Cena besiegt CM Punk das vierte Mal hintereinander bei einem Pay-Per-View für den WWE-Title. Was für eine Überraschung. Wird das nicht langweilig? Derselbe Champion für 7 Monate straight? Ich möchte nicht. Also hier heuchlerisch heißt das, ne? Hypocrite. Ich muss auch schreiben können. Heuchlerisch, ne? Heuchlerisch, ja. Wirken, weil ich der Champion für 434 Tage war. Aber es gibt einen großen Unterschied. Ich war nicht jemand, der, ja, halt so ein Babyface halt. Ich war nicht ein babyküssender, lächelnder, für die Ladies lächelnder, überbenutzter, langweiliger Mannkind. Ich habe nichts gegen John Cena, den Mann, aber gegen John Cena, den Wrestler. Entschuldigt mich, John Cena, der Superstar. Das ist nicht das, was ich eigentlich gedacht hatte. Was ich nicht eigentlich vom Face der Company gedacht hatte. Er ist das. Ja, also, verdammt, er ist das Gesicht der Company. Nee, dieser Industrie in 2013. Und es ist. Und es ist ekelhaft! In der Golden Ära, wir hatten Hulk Hogan. Er hat euch gesagt, dass ihr eure Vitamine essen sollt und eure Gebete sprechen sollt. Aber er hatte sogar die Eier dafür, mal so heel zu sein, wenn Scheiße die Fans getroffen hat. Ah, meine Übersetzungsskills, ne? Die neue Generation, the new generation. Wir hatten die Clique, geführt von Shawn Michaels und durch den aufsteigenden Bret Hart. Und natürlich hatten wir die Attitude Era. Eine Ära, where we said fuck you, achso. Wo wir gesagt haben, fick dich. Establishment, wenn man sich aufbaut, ne? Establishment. Gib mir Moment. Einrichtung, Betrieb, Gründung, Anstalt, Niederlassung, Unternehmen. Achso, fick dich, Unternehmen. Ah, Franz. Wir entschuldigen uns für die Sprache, die hier benutzt wird. Stone Cold Steve Austin war das Gesicht der Attitude Era. Und genauso war es Dwayne. Ich bin kein Fan von Dwayne Johnson, aber ich bin ein Fan von The Rock. Und es ist kein Geheimnis, dass mein Traummatch bei WrestleMania gegen Steve sein würde.
Aber ich fürchte, John, ich fürchte. Oder was? Nun, ich möchte nicht, dass Austin zurückkommt. Ich möchte nicht, dass ich ihn antreffe bei WrestleMania. Oder ich möchte nicht mehr, dass ich ihn antreffe bei WrestleMania. Ich möchte, dass Austin Stoko Steve Austin bleibt. Wenn er jetzt zu WWE kommt, wird er ein Witz, oder wird er zum Witz. Und, ja, eine Hülle von seinem ehemaligen Selbst. Und er wird zu Steve Williams. hier um seine YouTube-Talkshow zu promoten. Wenn man Dwayne Johnson bei WrestleMania besiegt und er für dich salutiert, ich habe sein Gesicht gesehen, die Enttäuschung, nein, die Embarrassment. Oh, wie heißt denn das Wort dazu? Ich kenne auch die Wörter nicht auf Deutsch. Die Peinlichkeit. Ja, Verlegenheit. Er hat dieses Gesicht seitdem so nicht mehr gezeigt. Du denkst, Hogan war verlegen? Nein, war verpeinlicht? War beschämt? Ach, war beschämt. Wenn er die Hand von The Rock bei WrestleMania 18 geschüttelt hat. Siehst ein, John. Du bist eventuell der erfolgreichste Superstar im Geschäft heute, aber du bist am Abgrund. Bottom of the Barrel. Ist doch schon wieder so ein scheiß Sprichwort. Bottom of the Barrel. Oder was? Ganz unten im Fass. Ja, oder bist das Letzte? Okay. Du bist das Allerletzte. Legenden in dieser Industrie. By God, sind die Promos lang. Und jetzt kommt der Mann, der hier in Frage gestellt wird. Punk, du hörst dich so, wie nennt man das? Butthurt, ja. Schmerz im Arsch. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Butthurt. To get buttered, die beleidigte Leberwurst spielen. Das ist eine gute Übersetzung. Du hast viermal gegen mich verloren. Du bist also hier rausgekommen und versuchst meine Karriere zu diskreditieren. Meine Karriere anzuzweifeln. Versuchst mich ins Schlechte zu lenken. Versuchst mich, try to everyone dance. Ja, versuchst mich dazu zu bringen, von jedem die Lieblingstanz zu machen, also die Lieblingsaktion, den John Cena Heel Turn. Du weißt, du hast etwas geschafft, was die anderen Legenden im Business nicht geschafft haben, John. Und zwar das erste Gesicht der WWE zu sein, das konstanterweise wilde Buhrufe bekommt. Jedes Mal, wenn er in die Arena reingeht, jedoch grinst du trotzdem noch zu beschissen. Mensch, ich fühle mich total behindert. Ich fühle mich so, als würde ich eure Zeit verschwenden eben. Du denkst wirklich, das geht hier alles um dich? Als ich aufgewachsen bin und ich wollte und geträumt habe, der nächste Macho Man zu sein, der nächste Stone Cold Steve Austin, das ist nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich bin der erste CM Punk geworden, aber das ist nicht genug. Außerhalb von Dwayne, niemand von uns wird respektiert, John. Ey, jetzt lese ich nur noch vor, jetzt keine Lust mehr. WWE TV is what people leave in the background while doing something else. I'm changing that right now. I'm making WWE relevant again. Ey Leute, wenn die Promos weitergehen, dann lese ich nur noch vor, keine Lust mehr eben. Oder was sagt ihr? Was sagt ihr? Soll ich bei so langen Promos lieber vorlesen? Nur? Anstatt zu übersetzen, das wird zu lange dauern. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber ich meine, ich habe jetzt euch schon gefragt mit Ja, Nein, wegen dem anderen.
Dann machen wir noch eine weitere Umfrage. Hashtag. Hashtag. Hashtag Jahr 2 oder Hashtag Nein 2. Mensch, wie kreativ, ne? Also, wenn ihr wollt, dass wir Game of Thrones spielen und dass ich übersetzen soll, dann schreibt ihr Ja, also Hashtag Ja und dann nochmal Hashtag Jahr 2. Oder so. Oh, you are, huh? How exactly? Well, you can't run before you can walk, and the first step is to remove that title from your waist. You don't get it. Once you're not champion, I will make it my life goal to make sure you never see that title again. My career means something. Being best in the world means nothing. Oder stand da nothing, hab's... Ah, ist egal. Until this company, this business, this sport is great once again, the name John Cena is not bigger than this business. The Vince McMahon that ran WCW WCW out of business is dead now and has been replaced with a senile old man with no love of this business anymore. He wants the WWE to be a social media app. I'm all for getting with the times, but since when it was it cool to be Medicare and insult the intelligence of these people. I'd hope when Triple H took over as COO, seeing he's from a time when wrestling was more than just white noise, he changed things, but he's just McMahon part trois, ne? God damn it! Ist das ein Promoduell hier? Mit Promoduell mache ich noch zu Ende. Haben wir wieder eine 30 Minuten Episode, eh. Geil. Let's go away! Die Hintergrundmusik natürlich wie immer von Shira.de. God damn it, god damn it. What? It's the COO, Triple H! Okay. Da ist der Cutscene. Cool. Okay, okay, okay. Also wenn ich nicht übersetzen würde, dann würde ich einfach vorlesen und im Nachhinein ein bisschen zusammenfassen, was ihr sagen wollt, haben wollt. Goodbye. Well, if it isn't Paulo Levesque, did your bitch send you out here? Oh, I forget. You're actually the bitch in the relationship, right? That's enough, punk. You've taken up enough time tonight with the garbage you are spewing. I want you to get out of my ring right now. Not Paul. These people are tired of the garbage WWE television puts out every week. That's it. You get out of this ring right now or you're fired. Oh, don't worry. I've said all I have to say. I'm leaving. Oh, don't you think you're gonna be let off that easy? CM Punk vs. Mark Henry vs. Big Show tonight in a handicap match. You lose, you're fired. That's for saying all that slander earlier. No one gets away with talk like that around here. My god, what high stipulations. Wow, endlich mal. Also, CM, Quatsch, Triple H findet das überhaupt nicht cool. Und jetzt will er uns in Handicap-Match schicken mit Big Show und Henry, nicht Henry Giant, Mark Henry. I don't believe what I've just seen. I mean, the things Punk said. I know, King, this rivals, if not the Trumps, his infamous promo back in 2011. Again, we apologize for the language, ladies and gentlemen, and we return to the planned programming. Our main event tonight, CM Punk vs. Two Giants, Big Show and Mark Henry. It came as a form of punishment from our COO Triple H for CM Punk's controversial words moments ago. If Punk loses this match, he will be effectively fired from the WWE. But before that, we have a handicap match that's got a bit lighter stakes. Ryback vs. Jinder Mahal and Drew McIntyre at the 3MB. I hope we see a double shell shock. Oh, come on, King. Give 3MB more credit than that. Wie ihr seht, wenn ich es vorlese, geht es deutlich schneller. Und als nächstes müssen wir gewinnen. Wahrscheinlich mit Ryback spielen wir, ne? Also sehen wir erst beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns. Moment. Wann sehen wir uns wieder? Wir sehen uns am Donnerstag wieder bei einer weiteren Ausgabe von der WWE 2K14 Story hier. Attitude versus, was ist das? Universe. So heißt die Storyline. Ja, bis dahin. Schönen Tag. Euer Franz. Euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Nicht vergessen abzustimmen. Hashtag Ja und Hashtag Ja 1 oder Hashtag Nein und Hashtag Nein 2. Nee, Quatsch. Normal. Hier. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr Game of Thrones nochmal sehen wollt, schreibt ihr Hashtag Ja. Und falls nicht, schreibt ihr Hashtag Nein.
Wenn ihr wollt, dass ich übersetze, dann schreibt ihr Hashtag Ja2. Und wenn ihr wollt, dass ich nicht übersetze, dann schreibt ihr Hashtag Nein2 oder so. Gut, bis dann. Euer Fans, euer Zack, Daumen hoch für cool und haut da rein.